Die Stiftung Kirche und Kultur im alten Dorf Kleinmachnow lud zu ihrem 6. Erzählcafé im alten Schulhaus gegenüber der Dorfkirche ein. Dr. Gerhard Kasperson und Christel Kern berichteten bei Kaffee und Kuchen vom hohen Engagement der Mitglieder der Kirchengemeinde bei der Sanierung der ehrwürdigen Dorfkirche in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Seit 1967 ist bekannt, dass der Kirchturm im oberen Teil wackelt. Das heißt, das ursprüngliche alte Gebälk etwa in der Höhe des Glockenstuhls, dann solche Balken mit solch einem Durchmesser, die waren an den Köpfen abgefault. Das heißt, der ganze Kirchturm oberhalb des Glockenstuhls stand nicht mehr sicher. Und nun war die große Frage, wie kann man diesen Kirchturm wieder sichern? Und da hat jetzt Frau Kern eine ganz interessante Notiz. Ja, also das evangelische Konsistorium, wir konnten ja nichts ohne das Konsistorium machen, hat geschrieben 1969 an den Gemeindekirchenrat von Kleinmachnow: Aus dem oben genannten Besichtigungsbericht geht hervor, dass noch die bauliche Instandsetzung des oberen Turmteiles aussteht. Wir sind der Meinung, dass diese Arbeiten im Zusammenwirken mit dem kirchlichen Bauamt umgehend in Angriff genommen werden sollten, und zwar unabhängig davon, wie die Rechtsverhältnisse an der Dorfkirche geklärt werden. Das ging ja aber darum, dass sie uns eigentlich nicht gehört. Ne? Dabei setzen wir allerdings voraus, dass der Gemeindekirchenrat nicht auf die Nutzung dieses Gotteshauses verzichten wird, zumal für die Instandsetzung des Gebäudes in der Vergangenheit nicht geringe Mittel aufgebracht wurden und es sich jetzt nach dem Urteil des kirchlichen Bauamts nur noch darum handeln kann, abschließende Instandsetzungsarbeiten am Turm vorzunehmen. Naja, nur Instandsetzungsarbeiten waren es eigentlich nicht. Und unterschrieben ist der Brief von Herrn Stolpe, unserem späteren Ministerpräsidenten. Das fand ich darin nur besonders interessant, denn er war uns auch immer in den Rechtsstreitigkeiten bzw. in der Übernahme immer wieder behilflich als Jurist, als Kirchenjurist für die Übernahme der Dorfkirche. Lieber Gerhard, ja, danke. Frisch aus dem Krankenhaus, wie seine Frau auch. Also, es war diesmal was Hindernis, ne? Also, Gerhard.